for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute als Intro-Tierchen für euch ein grüner Baumpython, Morelia viridis, beziehungsweise wie wir in der, einer der letzten Folgen gelernt haben, heißen sie jetzt also dieser hier heißt jetzt Morelia azurea, weil es ein Sorong ist und die jetzt azurea heißen. So die klassische Kontrohaltung, ne, wie sie so schön aufgewickelt immer da liegen, das schon allein geht einem als Terrarianer das Herz auf. Und wieso ich den jetzt auch ausgesucht habe, der ist ja gerade mitten am Umfärben. Ne? Also der hat jetzt schon relativ viel Grün drin, aber man sieht noch hier das Babygelb, ne? Hier am Schwänzchen, da oben am Kopf, sieht man noch das Gelb von der Babyzeichnung. Ja, finde ich so besonders hübsche Phase, ne? Wenn sie Grün und Gelb mit drin haben. Ja, wirklich tolle Terrarientiere. Ich glaube, jeder Boa, Python, Schlangenhalter liebt die grünen Baumpythons und deswegen heute für euch als Intro-Tierchen. Unser Thema heute sind die Flechtengeckos, Niaro-Gecko Shahua. Die wollen wir heute behandeln. Das ist ein toller neukaledonischer, relativ großer Gecko. In der Terraristik noch gar nicht so verbreitet, lassen sich gut züchten, lassen sich gut vermehren, lassen sich gut im Terrarium halten, wirklich tolle Tiere und deswegen heute unser Thema. Wie der Name schon sagt, kommen die Flechtengeckos aus Neukaledonien. Ich muss mich auch noch gleich wegen nicht verbessern, aber ich muss es noch ein wenig klarer stellen. Mittlerweile gibt es ja zwei Arten. Es gibt den Niaro-Gecko Shahua, der kommt aus dem Süden von Neukaledonien, und den Niaro-Gecko Yalu. Yalu ist die nördliche Variante. Ich muss sagen, ich habe nichts oder ich finde keine richtig guten Angaben, was die zwei Arten optisch unterscheiden. Zum einen, gut, es gibt so Angaben von wegen der Größe, dass der Shahua einen Zentimeter größer werden soll. Weiß ich nicht, ob dem wirklich so ist. So viele Exemplare gibt es ja in der Terraristik nicht und erst recht nicht Exemplare, wo man wirklich weiß, aus welchem Gebiet die kommen. Vielleicht wisst ihr da mehr drüber. Gerne unten in den Kommentaren posten, ob ihr nähere Angaben dazu habt. Was macht ein Yalu aus und was macht ein Shahua aus? Bin ich mal gespannt. Vielleicht habt ihr da genaue Angaben oder Fotos dazu oder Beschreibungen dazu. Ich habe nichts wirklich Gutes gefunden, wo ich sage, jawohl, damit kann ich was anfangen oder damit kann ich jetzt zum Beispiel, das sind hier meine zwei Zuchttiere, die ich hier habe. Ich bin ehrlich gesagt nicht einmal sicher, ist es Shahua. Also gekauft habe ich sie als Shahua. Naja, lass mal den da oben kriechen. Gekauft habe ich sie als Shahua. Aber theoretisch können sie auch Yalu sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Bin ich gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, oder wie der Name schon sagt, die Tiere kommen aus Neukaledonien. Klimamäßig dürft ihr euch das nicht völlig tropisch vorstellen. Neukaledonien, wenn man so den Abstand zum Äquator mal betrachtet als Grundlage, ist auf der südlichen Halbkugel, aber vom Äquator ungefähr so weit entfernt wie der Süden von Ägypten. Ägypten, das Klima kennt man ein bisschen, da wird es im Sommer knalle heiß, aber im Winter kann es auch kühl werden, vor allem auch in den Nächten kühl werden. So ähnlich muss man sich das oder die gleiche Klimazone, wie gesagt, Nordhalbkugel, Südhalbkugel, aber trotzdem die gleiche Klimazone bewohnen diese Geckos. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, weil Ägypten ein sehr trockenes Land ist.
und das Neukaledonien doch deutlich feuchter ist. Also das, was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich vor allem auf die Temperaturen. Ne? Nicht, dass mir irgendjemand einen Strick draus dreht und sagt, ich hätte gesagt, Neukaledonien wäre wie Ägypten vom Klima her. Aber von den Temperaturen her kann man es ganz, oder da hat man wenigstens eine Vorstellung, dass das kein immer warmes tropisches Land ist, wo das ganze Jahr warm und feucht ist. Zur Terrarienhaltung. Ein Terrarium mit 60 mal 60 mal 90 finde ich passend für so ein Pärchen. Da können die sich einerseits aus dem Weg gehen, aber können sich auch gemeinsame Verstecke suchen, was sie in der Regel auch machen, wenn sie als Pärchen harmonieren. Wir tun immer wieder mal, tue ich Fotos dazu einblenden, während ich hier rede, dann könnt ihr euch irgendwas drunter vorstellen. Ich kann die Sachen hier nicht aufbauen. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn wir das anhand von Fotos zeigen. Bei den Shahuas hat sich ein Temperaturgefälle perfekt bewährt. So in Nähe des Strahlers, des Spots, kann es so bis 28 Grad haben. In der keltischen Ecke vom Terrarium vielleicht so 23 Grad. Ne? Also das als Sommertemperatur. Ich würde an eurer Stelle auch, wenn möglich, UV-Licht anbieten. Auch in der Natur werden die mal ein paar Sonnenstrahlen abkriegen und dadurch UV-Licht aufnehmen können. Ist sicherlich nicht schädlich, obwohl ich auch weiß, dass einige Züchter weltweit die Tiere völlig ohne UV-Licht aufziehen oder züchten. Das, was ich gerade gesagt habe, sind natürlich die Tagestemperaturen. Nachts tun wir die runterkühlen. Auf Zimmertemperatur macht er nachts alles aus. Da kann es auf unter 20 Grad runtergehen in den Sommermonaten. Die Luftfeuchtigkeit versuchen wir 50-60% Luftfeuchtigkeit denen anzubieten. Wir machen relativ viel Moos rein, in die Versteckplätze oder auch ein bisschen als Bodengrund, um die Luftfeuchtigkeit höher zu halten. Macht aber auch nicht den Fehler, dass ihr denen die totale Dampfküche macht. Ne? Also die kommen nicht aus dem Nebelwald oder sowas, sondern aus schon eher Gebiete mit höherer Luftfeuchtigkeit. Aber in dem großen Verbreitungsgebiet, das sie haben, sieht man auch, dass sie auch wegen aus trockeneren Zonen kommen. Und entsprechend ist, glaube ich, nicht so, also die Luftfeuchtigkeit ist gut, aber nicht mit aller Gewalt oder nicht auf Kosten der, dass das, wie gesagt, so eine nasse Waschküche ist im Terrarium. Das waren die Sommertemperaturen. Die Tiere machen eine Art Winterruhe. Ich glaube, das brauchen sie auch, gerade wenn man sie züchten will. Da kann man das Ganze oder macht man die Beleuchtung dann aus. Da kann es dann tagsüber vielleicht auf runde 20 Grad gehen. Nachts kann es runtergehen, sogar bis 15 Grad oder sogar noch ein bisschen weniger. Trotz Winterruhe weiterhin den Tieren Futter anbieten. Thema Futter, genau, das ist ein sehr gutes Stichwort. Die Tiere sind eigentlich omnivor, das heißt, sie fressen so ziemlich alles, wobei man sie in der Terraristik überwiegend pflanzlich ernähren, sei es mit irgendwelchen Frucht-Jellies, Nektars, was man denen anbietet. Und vielleicht ein- bis zweimal die Woche könnt ihr denen Insekten anbieten, Heimchen, Grillen, kleine Heuschrecken. Die ganzen natürlich unbedingt mit Vitaminen, Mineralien bestäuben. Und so würde ich die Tiere von klein auf füttern. Also auch kein, man macht oder vielleicht minimal den Eiweiß oder den tierischen Part als Jungtier ein bisschen höher wie als für die adulten Tiere. Also beim adulten Tier vielleicht noch einmal die Woche. Die Jungtiere könnte auch zweimal die Woche Insekten geben. Was man gerade auch so schön gesehen hat, dass die Shahuas auch diesen Greifschwanz besitzen. Ne? Also anders wie die verwandten Lichis oder auch die Kronengeckos, ne? Die hat man früher ja alle als Racodactylus, mittlerweile hat man sie als verschiedene Arten bestimmt. Was interessant ist bei den Shahuas, sie haben einen Greifschwanz, der leider bei Verlust nicht nachwächst. Ne? Das Weibchen hier hat seinen Schwanz mal eingebüßt durch das Männchen, by the way.
Das ist gar nicht so einfach, dass die Pärchen, also gerade am Anfang, bis die harmonieren oder dass die harmonieren, ist nicht so einfach. Wenn sie es dann tun, dann machen sie es, so wie man ja hier aussieht. Oder auch jetzt liegen die zusammen in den Verstecken. Aber bis es soweit ist, muss man wirklich aufpassen. Und da hat das Weibchen leider den Schwanz eingebüßt. Dann bleibt nur so ein Stummelschwänzchen übrig. Sieht man auch in der Natur relativ oft. Das heißt durch Kämpfe untereinander oder vielleicht auch durch eingeschleppte oder durch Fressfeinde in der Natur oder zum Teil eingeschleppte Fressfeinde. Ratten sind da scheinbar ein Problem auf Neukaledonien, die man eingeschleppt hat. Deswegen sieht man auch in der Natur viele Tiere, die leider ohne Schwänzchen durchs Leben gehen, was dem Tier selber jetzt keine großen Probleme macht, aber wie gesagt auch leider nicht nachwächst. Kommen wir noch zur Zucht. Die Stimulation ist über die Winterruhe, die ich vorher angesprochen habe. Nach der Winterruhe tun die Paaren. Ich weiß nicht, ob es vorher klar rüberkam. Wie gesagt, man hält die am besten paarweise. Das ist eigentlich so der schwierige Schritt in der Zucht, dass das Pärchen miteinander harmoniert. Wenn die miteinander harmonieren, mache ich eine Winterruhe. Die fangen danach das Paaren an. Das Weibchen macht 3 bis 5 Gelege im Jahr, immer 2 Eier. Die sind so relativ hartschalig. Die Eier inkubiere ich 25 bis 26 Grad. Ein bisschen über 100 Tage schlüpfen dann 2 wunderhübsche kleine Chihuahua-Babys raus. Ist wirklich ein Terrarientier, wo ich denke, wo wir die nächsten Jahre noch mehr davon hören und sehen werden, weil sie wirklich tolle Pfleglinge sind. Sie sind von der Ernährung durch das Omnivore bzw. durch das, dass ich sie so viel mit Fruchtbrei füttern kann oder dass ich sie mit den Fertigfuttern, also diese Crested Gecko Diet von Leapin Leechies, gibt es eine ganz gute Chihuahua Diet oder auch die Necton Crested Gecko, das Fertigfutter, was eigentlich für die Kronengeckos ist, ist für die Chihuahuas auch perfekt geeignet. Also von dem her ist es ein tolles Terrarientier, wie gesagt, wo ich denke, wo wir die nächsten Jahre noch einiges davon hören werden. Ich bin gespannt auf eure Kommentare unten. Habt ihr Tiere, oder wie gesagt, was ich vorher schon gefragt habe, eben der Unterschied zwischen den Chihuahua und den Yalu? Ich habe die ganze Zeit jetzt von Chihuahuas gesprochen, einfach als Überbegriff für Flechtengecko. Ich hätte auch Flechtengecko sagen können. Damit meinte ich Chihuahua und Yalu zusammen, ne? Beziehungsweise, wie gesagt, ich tue mich schwer in der Unterscheidung. Danke an der Stelle auch noch an die Ivi Broder für die tollen Fotos, die wir die ganze Zeit eingeblendet haben. Die kommen alle von der Ivi. Wirklich super schöne Bilder, die sie immer macht. Das hat perfekt gerade gepasst. Und natürlich der Verweis auf wirklich gute Literatur. Dieses NTV Art für Art Buch, der südliche und nördliche Flechtengecko, ist ein tolles Buch, ist auf dem neuesten Stand, was die Systematik und die Nomenklatur betrifft. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Absolute Fachleute, die das Buch hier geschrieben haben. Ansonsten bleibt mir treu, checkt die Chihuahuas und bis zur nächsten Reptil-TV-Folge.